Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute eine Außengeschichte, das heißt, wir wollen heute grillen mit unserem Grillstein. Und zwar mehr oder weniger indirekt ein Hähnchen. Ihr könnt es glauben oder nicht, das ist ein Hähnchen. Mit knapp 2100 Gramm. Eine Keule dazu. Die sieht denn so aus von so einem Hähnchen. Ist schon klasse, gell? Das ist ein Versuch. Ich möchte das auf dem Gasgrill machen mit Deckel. Und zwar möchte ich das Hähnchen auseinandernehmen. Nicht zwei Hälften, sondern nur einmal geteilt, dass das zwei Hälften an sich sind, so Flügeldinger. Und dann mit indirekter Hitze, ich denke mal anderthalb, zwei Stunden, möchte ich das Garn bei, wenn ich es einstellen kann, ich muss da erstmal schauen mit unserem Gasgrill, so 140, 150 Grad. Ein bisschen würzen, das machen wir jetzt zusammen. Und im Außenbereich werden wir aber ohne Ton arbeiten, weil da fährt der Bulldog vorbei, da ist der Nachbar draußen und so weiter und so fort. Das brauchen wir nicht unbedingt auf unserem Video mit drauf haben, aber es gibt da ja auch nicht viel zu erzählen, wenn ich schaffe, die Klappe zu halten. Gut, dann würzen wir mal unser Hähnchen. Das Fett nehmen wir weg. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das auseinandergeschnitten bekommen. Schneiden wir hier auf der anderen Seite auch gleich nochmal lang. Und schon haben wir das Rückgrat entfernt. Seht ihr das? So, und jetzt müssen wir das hier auch noch irgendwie, warte mal. So. Und jetzt sollte das eigentlich. So. Schaut's mal her. So sieht das doch toll aus. Gut, mal zum Würzen. Pfeffer und ich nehme mal wieder das Gewürzsalz, Knobi-Gewürzsalz von Edelschmaus. Das Gewürz ist einfach klasse, passt überall. So, hier brauchen wir gar nicht so viel würzen, das bringt uns gar nicht so viel. Wichtig ist die Rückseite, die Seite. Dann nehmen wir auch ein bisschen von dem Salz. Keule machen wir auch gleich mit. So Freunde, das war es jetzt erstmal mit der Würzerei. Das sollte eigentlich reichen. Da machen wir nachher noch mehr drauf. Beziehungsweise würzen das nochmal nach. Wenn das mal angefangen hat zu braten oder wenn es fast fertig ist, dann werden wir das noch so ein bisschen einstreichen. Entweder mit einer Öl-Paprika-Marinade oder ich lasse mir da noch was einfallen. Das schauen wir aber erstmal, wie die ausschauen, wenn wir die ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunde im Grill hatten. So, jetzt geht's nach draußen auf den Grill mit Grillstein und dann sehen wir uns draußen wieder. Du ziehst dir sofort ein anderes T-Shirt an, hat sie gesagt. Beim Grillen ein weißes T-Shirt, du spinnst wohl. Okay, haben wir gemacht. Wir machen jetzt die beiden äußeren Brenner machen wir jetzt mal an und schließen den Deckel und schauen, wie viel Grad er kriegt. Ich will so 140, 150 Grad haben. Die beiden sind volle Pulle auf. Ich glaube, das lassen wir so. Gut, legen wir mal das Fleisch rein. Ein bisschen weiter rüber, weil da kommt die meiste Hitze. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das behalten wir jetzt im Auge mit dem Thermometer. 140, 150, mehr als 150 soll es nicht werden. Und dann werden wir das mal eine Stunde, eineinhalb Stunde drin lassen. Und sollte ich zwischendurch mal reinschauen, dann seid ihr natürlich mit dabei.
So, da drin knistert und kracht. Wir schauen mal rein. Das sind jetzt 45 Minuten. Schauen wir mal, was sich da getan hat. So, ich glaube 45 Minuten. Für 45 Minuten ist es schon ziemlich weit. Wir haben nicht mehr als 160 Grad, aber wir werden keine 45 Minuten mehr brauchen. Ich denke noch 20, 25 Minuten. Und dann schauen wir noch mal rein, dass wir es noch mal bepinseln. Ich möchte so eine Barbecue-Soße drauf machen, eine gepimpte. Und dann sollte das Fleisch schon durch sein. Also das geht, glaube ich, schneller als gedacht. So, Freunde, sind wir noch mal nach drinnen gegangen, beziehungsweise wieder innen. Und ich möchte so eine Marinade machen zum Einstreichen. Und habe hier Made for Meat gefunden. Barbecue Smoked Pepper. Und den werden wir uns ein bisschen herrichten noch. Erstmal probieren wir den und dann vielleicht noch ein bisschen Öl reinmachen, dass es nicht so dick ist. Und damit streichen wir unsere Hähnchen ein. So, damit werden wir das gleich einstreichen, aber wir müssen uns noch ein paar Pommes machen. Es wurden Pommes gewünscht und die machen wir natürlich bei uns im Airfryer. Das mache ich jetzt noch schnell und dann müsste das eigentlich gleichzeitig fertig werden. Die Hähnchen drehen wir dann nochmal auf, dass das schön nachknuspert, obwohl die schon sehr toll ausgeschaut haben. Ne? Da schauen wir jetzt gleich nochmal rein. Na Freunde, wenn das nicht klasse ausschaut, unsere Hähnchen, die knusprigen Pommes. So, das werden wir uns jetzt aufschneiden, auf den Teller richten und dann mache ich euch natürlich wieder ein schönes Foto davon. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser kurzen, schnellen Grillgeschichte. Das meiste Zeit war ja der Deckel runter und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Macht es gut, ciao. So Freunde, wir haben das jetzt gegessen. Das war mega lecker. Ich habe nicht mal die Zeit gehabt, euch das zu zeigen, wie das auf dem Teller oder wie ich das runternage. Was heißt runternagen? Das Fleisch ist vom Knochen gefallen. Das war so mega zart und klasse. Und auch diese Barbecue-Soße, die wir drauf gemacht haben, die wir da mit dem Pinsel draufgestrichen haben, das ist mega. Das ist eine richtig tolle Idee. Das werde ich das nächste Mal wieder machen. Auch wenn ich das im Ofenmeister mache, das Hähnchen, werde ich das hinterher oder später dann mal mit der Barbecue-Soße einstreichen, die ich mit ein bisschen, Rapsöl, ein bisschen verdünnt habe, noch ein bisschen nachgewürzt habe mit Pfeffer und scharfen Paprika, Salz. Braucht man eigentlich nicht, die schon gewürzt genug, aber das war richtig, richtig lecker. Gut, den Kollegen haben wir nicht geschafft. Die Keule ist tatsächlich übergeblieben, die kann keiner mehr essen. Bei 2 Kilo Hähnchen oder 2,1 Kilo hat es gehabt. Zu dritt keine Chance. Gut, Pommes lecker, Hähnchen lecker, alles perfekt.